Also, Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Alex! Oh Mann, er ist es wirklich. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Ich wäre cool mit einer Umarmung. Oh, gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst.
Ich bin gewachsen, hä? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Na klar, rocken wir los. Kein Plan, wo das herkam. Ich auch nicht. Aber mir gefällt der Spirit. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Habe ich gemerkt. Willkommen in Haven. Echt hübsch. Komm. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen. Eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Sag ich ja. Wow. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde, naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um?
Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Der hat so einiges gesehen. Perfekt. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Oh, wer die wohl sind? Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Los. Danke. Wir sehen uns, Riley. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Ja. Pass bloß gut auf. Es wird windig. Ich pass schon auf. Ich will nur nicht, dass du fällst. Auf einer Leiter muss man sicher stehen. Jetzt hör schon auf. Hey, mach mich doch nicht so an, klar? Ich sage bloß, mein Onkel Albert ist mal von einer Leiter gefallen. Das war, als er sein Dach neu gestrichen hat. Diese Mahagonifarbe war ein Traum. Hättest du sehen sollen. Er hat sich den ganzen Arm gebrochen. Jeden Knochen. Wie furchtbar. Und ob. Er musste 1 Monat lang gefüttert werden. Warum hat er nicht den anderen Arm genommen? Wie meinst du das denn? Es war nur 1 Arm gebrochen. Warum hat er nicht mit dem anderen gegessen? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Das hat mich übrigens noch niemand gefragt. Weißt du was? Finde das mal raus, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Oh, er ist tot. Oh, so ein Mist. Das wusste ich nicht. Sorry. Schon okay. Der Typ war ein echtes Ekel. Oh, hey, pass auf.
Wow. Danke für die Info. So, hier ist es. Wie fandest du die Show? Einfach super. Molly and the Tops werden echt jedes Mal besser. Cool, freut mich, dass es dir gefallen hat. Das Konzert war sogar besser als das letzte in L.A. Hast du das Video gesehen? Ja, das war schon mega. Aber sie live zu sehen, ist echt nochmal was anderes. Total. Was machst du? Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa null. Ich habe mich gefragt, ob du morgen vielleicht essen gehen willst oder so. Klar, gern. Ich schreibe Katie und Mark, bald sehen, ob sie Zeit haben. Ah, super. Aber ich dachte eher, dass wir vielleicht nur zu zweit gehen. Oh. Reden wir von einem Date? Ja. Kann ich drüber nachdenken? Na klar. Natürlich, ja. Sag einfach Bescheid. Nächster Punkt auf der Tagesordnung: Blumen ausliefern. Wow. Einfach wow. What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir hier gefällt. Wirklich lieb von ihm. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi Ethan, ich bin Alex. Was liest du da? Neunte Wächterin. Hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen.
Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Oh, wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Hm. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Also, bist du ein Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen.
Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Keinen Plan. Steph lässt wirklich die überall Wächterin, zurückliegen. Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Okay, echt obskure Indie-Vibes. Und so bunt. Moment. Ist das die Warteliste? Das schreit nach Kleinstadt. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Vielleicht werde ich das auch. Also, das ist Haven Springs. Eine winzige Stadt mit eigener Radiostation, Plattenladen und Apotheke tief in den Bergen. Für die Fahrt hierher braucht man auf jeden Fall einen starken Magen. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Vielleicht werde ich das auch. Vor einer Menge aus Fremden auf der Bühne stehen? Alter, das ist ja wohl mal das Gruseligste überhaupt. Du hast mir gar nichts zu sagen, Poster. Anscheinend können Pflanzen Schmerzen empfinden. Aber können sie Melancholy and the Infinite Sadness im Bett singen? Ich denke nicht. Das ist mal ein Radiowettbewerb, den ich sogar gewinnen könnte. Colorado steht auf alternativen Rock. Arbeit ist eine exzellente Art, um verantwortungsvolles Verhalten zu lernen, Alex. Notfallgitarre. Im Falle einer coolen Jam-Session Glas zerbrechen. Valkyrie, abgefahrener Name für eine Katze. Hättest du dich nicht, keine Ahnung, irgendwo anders zusammenrollen können? Ganz ruhig, ich will nur kurz... Okay, alles gut. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste.
Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. Ich find's toll, dass die Stadt ihre eigene Radiostation hat. Schule einen Aufsatz über Jane Eyre geschrieben. Irgendwann würde ich es gern mal lesen. Gabes Platte ist hier drin, aber welche ist es? Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Gabe und ich haben als Kinder davon geträumt, Demos aufzunehmen. Ist nie was geworden. Du kommst auch nicht zur Ruhe, was? Armes Ding. In dieser schwierigen Zeit könnte die Welt wirklich mehr Rocksongs mit Klarinetten-Solos gebrauchen. Und wo ist mein reicher polnischer Klarinettist, der mir Sachen kauft? Wegen der Notiz will ich es jetzt erst recht anfassen. Du willst echt draufgehen, oder? Ich wollte doch nur sehen, was passiert. Du hast Glück, dass Steph hinter einer schalldichten Wand sitzt. Hey, nenn es Glück, aber ich habe den Tod überlistet. Scheint, als bräuchte Ryan Hilfe bei der Suche nach dem Spielzeug. Auf jeden Fall ist dieser Ort wunderbar seltsam. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Also hier würde ich ein Spielzeug aufbewahren. In Regalen könnte man doch sowas aufbewahren, oder? Vielleicht ist es im Schrank da. Was, wenn es die Original-Broadway-Aufnahmen von Cats sind? Das wäre immerhin ironisch. Hier ist es auch nicht. Interessanterweise nicht mit Stickern vollgeklebt. Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Der perfekte Ort für ein Katzenspielzeug. Interessanterweise nicht mit Stickern vollgeklebt. Vielleicht in der Box? Was wäre, wenn ihr nichts anderes mehr hört als Smash Mouth? Und vor allem Coverbands. Ugh. Dann enterbe ich ihn. Scheiße. Also hier würde ich ein Spielzeug aufbewahren. Vielleicht ist es in dem Karton.
Oh. Und da haben wir es. Gut geraten. Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Ha! Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow. Gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Also klar. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Ehrlich gesagt, war er ein ziemlich cooler älterer Bruder. Er hat geraucht, was ich damals echt mega fand. Und irgendwie bekam er sein erstes Tattoo mit 12. Mann, das ist wirklich ziemlich cool. Okay, das sind dann genau 20. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gerne übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke. Ist okay. Ah, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Ich sehe mich bloß um. Der Laden ist echt ziemlich cool. Jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich an dich denken. War klar, dass es dir gefällt. Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach, ich muss noch eine Radiosendung moderieren.